Das letzte Hochwasser an der Elbe hat immensen Schaden angerichtet. Nicht nur Erwachsene, sondern natürlich auch Kinder haben ihr Zuhause verloren und erleben ganz nebenbei den finanziellen Ausnahmezustand ihrer Eltern. Ein Benefizkonzert für die Flutopfer ist deshalb die Idee von Peter Wiescher. Wegen dir allein kann ich heute Nacht nicht schlafen. Wegen dir allein. Und auf jeden Fall wegen der Kinder. Die unter den Folgen des letzten Elbe-Hochwassers zu leiden haben, waren sie alle, zumindest alle Künstler, gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein bietet dieser Tag die besten Voraussetzungen. Michael Blum ist Mitorganisator und erklärt die Entstehung der Idee. Das Schicksal der Kinder der Flutkatastrophe diesen Jahres hat den Herrn Wiescher und mich ziemlich getroffen. Daraufhin sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eine Benefizveranstaltung hier in Erkelenz zugunsten der Flutopfer steigen lassen. Die Stadt Erkelenz hat Gott sei Dank mitgespielt, hat uns den Ziegelweiher zur Verfügung gestellt. Ich bin Adlerkind, darauf bin ich stolz, denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin Adlerkind. Peter Wiescher alias Micho der Katzemer ist natürlich Teil des Bühnenprogramms. Ich selber singe volkstümlichen Rockschlager im Style von den Dorfrockern. Wir haben heute ganz, ganz viele Künstler hier in Erkelenz am Ziegelweiher. Unter anderem aus Hagen, der Rainer Wahnwitz, aus Bergkamen, Sandy G, aus Aachen, Dirk Gier und viele, viele andere, die das Projekt Kinder in Not durch die Flut 2013 mit uns unterstützen. Also die Idee finde ich super, dass es für die Flutopfer gespendet wird. Und wir hoffen, es kommt viel, viel Geld zusammen. Ich finde es gut, dass immer die Opfer geholfen werden. Das mit der Musik und mit der Stimmung hier finde ich toll. Leider fehlten der guten Idee und der guten Sache die Zuschauer, sodass der King of Rock'n'Roll und die mitgereiste Marilyn ihr Duett auf einer fast leeren Wiese zum Besten geben mussten. Schade. Aber vielleicht geraten manche Dinge einfach zu schnell in Vergessenheit.